Runde 5, 6, 7, 8. Kann man ja gut abzählen immer. Eben wieder glücklich gewonnen. Ja gut, so glücklich war es nicht. Ich habe jetzt nicht so viele Fehler gemacht wie in den Spielen davor. Lerne ja auch dazu. Optimierungstipps gibt es natürlich immer, aber hinterher ist man natürlich immer schlauer als am Anfang. Also das letzte war auf jeden Fall, muss ich sagen, auch noch verdient. Strategisch okay gespielt. Karten waren okay, dass man da jetzt nicht sagt, man hätte jetzt irgendwie total durch Glück gewonnen. Gut, der andere war jetzt nicht so total überragend, aber er hat sich Mühe gegeben. Das ist ja auch immer wichtig. Ich mag das halt immer nicht so, diese Spiele, wo man sagt, ja, ich habe gewonnen, aber eigentlich nur, weil am Ende irgendjemand mit dem Würfel die falsche Zahl Sieg gelegt hat. oder Tod, lass die Jagd beginnen. Ich glaube, das möchte ich so behalten. Gegen den Sack hier mit seinem Rüstungseffekt. Das ist ja genau das Gegenstück von dem, was ich hier unten liegen habe. Ist immer ekelig. Böser Hund. Anderen Wildtier. Ja, dir zum Beispiel. So, wenn ihr jetzt nicht direkt kaputt macht, wäre das schon mal schön. Da wäre ich ihm sehr verbunden. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der Krieger hat gar nichts, mit dem er jetzt in der ersten Runde alles kaputt machen kann. So, das ist schon mal ein faires Angebot. Der ist 3-2 noch zu, und wenn er den kaputt macht, ist der halt 4-3. Haben wir hier noch so ein Sicherheitsding auf der Hand, und dann kann man das mal ganz entspannt angehen hier. Was ich am Krieger ja immer so hasse, ist dieser tödliche Stoß. Was jetzt? Kannst du am Tisch haben, was du willst. Tödlicher Stoß und das Ding ist weg. Für den Kreuzzug! Oh je. Kann ich ja nicht leiden. Da hilft jetzt auch der Zwei-Schadenszauber nicht. Jetzt ihm Hund entgegenschicken wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben. Wäre zwar weg, aber so für eine Runde immer irgendwie was rausreißen, das ist halt kein fairer Tausch. Muss überlegen, mit der Karte kann man mit einer Karte teilweise vier, fünf andere abräumen, wenn man das gut hinkriegt. Das ist natürlich ein wesentlich besserer Tausch, als jetzt hier so eine 3-1-Gammel-Kreatur wegzuräumen. Das war zu erwarten. Greift an! Den finde ich jetzt ja doof. Können wir den auf 3-3 boosten? Das ist vielleicht eine gute Idee. Kann ich ihm nämlich jetzt den hier zerfleischen? Und er ist gezwungen, den auch noch zu opfern. Das ist wieder der gleiche Punkt. Eine Karte gespielt, zwei vernichtet. Das ist natürlich wesentlich besser als eine Karte gespielt, nichts vernichtet oder 10 Karten gespielt und einen vernichtet. Wenn man so drüber nachdenkt. Waffe, wo ist mein Schleim? Hätte klappen können. Müsste man ihm irgendwie hier den mal vorlegen. Wahrscheinlich wird er den kaputt machen. Das ist immer so ein beliebtes Ziel. Den Zweien kriegt er nicht, also müsste er den nehmen, was ja sich auch anbietet. Ne? Da denkt man sich so, oh ja, überlebe ich. Das ist natürlich nur ein fieser Trick, den ich hier ausgeheckt habe. Was wird er eigentlich kaputt gemacht? Das ist doch so eine Monstrosität. Das mit einem Arkanschuss, ja, aber der unrealistisch. Der ersetzt sich halt immer. Das ist immer so angenehm, man muss gar nichts machen. Ja, den Spotter könnte ich ihm jetzt geben. Dann müsste er sich entweder gut einen einfangen oder mindestens zwei Kreaturen. Beides auf jeden Fall eine schöne Sache. Schauen wir mal, was er draus macht. Ich Pecher boostet er den irgendwie oder hackt da drauf rum. Aber dann hat er auch zwei Karten gespielt, ne? Das soll eine Waffel sein. Unerwähnt. Aber weg. Man keinen Verlust gemacht, außer von ein paar HP. Haben 1-1 getauscht, ist ja auch nicht so verkehrt. Tschau. Oh. Können wir den gleichen Spaß nochmal machen? Geht hinter mir in Deckung. Ja.
Ja. Das ist in diesem Mana-Bereich, wo er jede Runde sein Ding da anschmeißen kann. Da muss er natürlich auch jede Runde gegenhalten. Also, er was plant. Das ist aber gut, die können wir loswerden. 2, 4. Ach, das würde passen. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Warten wir mal. Vielleicht kommt ja noch was Cooles. Kommt nicht mal zu spät, das Coole. So, den werden wir auf jeden Fall noch spielen. Wie machen wir das? Der wäre dann 4-5. Wäre den auf jeden Fall los. Wenn es sind 3, 4, 5, dann wird alles weg. 2 hätten dann nur noch das Ding da liegen. Oh, wieder nicht schön. Tja, wir machen was. Den würde ich mir so gern weghauen, aber das bringt hier wieder nichts. Der muss auf jeden Fall weg. Der ist zu stark. Können wir uns noch überlegen. Mache ich ihm hier noch das Gottesschild einmal weg. Der dann auf jeden Fall auch stirbt, wenn er gleich. Da wird er wahrscheinlich die gegeneinander hauen. Wird er die noch vielleicht gegeneinander hauen? Weiß ich nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, was er so auf der Hand hat. Aber auf jeden Fall gut nachgezogen. Das ist immer schön. Frag mich, wie der das hier wieder macht, dass er die Hand voll hat. Ist mir als Krieger noch nicht passiert. Der hätte sich jetzt bestimmt auch gewünscht, den letzten in diesem Spiel zu haben. Boah, verlangt ja förmlich schon nach der Sprengfalle. Also der muss weg. Die Sprengfalle muss auf jeden Fall... Da machen wir auf jeden Fall schon mal 2 rauf. Und egal, was ich jetzt ausspiele, es wird sterben. Also, würde ich sagen, wenn ich. Je nachdem, wie er angreift, dann kriegen wir auf jeden Fall 3. Die beiden sterben ja, wenn er mich angreift. Das ist ja fast schon das Sinnvollste. Ansonsten wäre der ja direkt weg. Das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Dann lieber noch so einen Schuss in die Fresse. Nehmen uns die 3, haben wir noch ein ganz klein bisschen Puffer. So ist er ja jetzt quasi, wenn er jetzt nicht anzugreifen wäre, eigentlich auch unsinnig. Ne? So dass er sich jetzt auf jeden Fall hier erstmal das wegräumt. Ne? Eine Karte gespielt, 2 abgeräumt. Das ist ein guter Tausch. Für den König! Und jetzt können wir ja wieder auftischen. Also ein bisschen was bräuchten wir noch. Was bringt mir das? Dann könnte ich jetzt so viele Möglichkeiten. Ich könnte die jetzt auf dem Messerjongleur bauen, aber der lebt ja nicht lange, da haben wir nichts von. Der kann dann zumindest mal anstürmen. Das wäre ja schon mal gut. Kann man vielleicht mal... Spielen wir mal ein bisschen auf Glück. Ist ja Hearthstone, da kann man auch auf Glück spielen. Ja. Nicht verkehrt. Auch nicht gut, aber auch nicht verkehrt. Da ist doch viel schöner. Jetzt kann ich ihm den Spotter nämlich auffressen, weil ich jetzt kann. Jetzt kriegt er noch einen Schuss irgendwo hin. Mal gucken, wo der trifft. Boah, Wichtel ist auch nicht verkehrt.
Den muss er umbringen. Das erliest sich so aus dem, was ich hier am Tisch liegen habe. Das wird er wahrscheinlich jetzt auch. Links, Junge, links. Gut, wenn ich will. Das war aber ein strategischer Fehler. Versucht es hier mit. Ah, oder so. Das hat er vielleicht noch möglicherweise geplant gehabt. Man weiß es nicht. Kann ich Bedarf würfeln? Ja, jetzt nochmal die Sprengfalle von eben. Das käme gut. Das ist jetzt nicht so der Brüller. Schauen wir mal, was wir daraus noch gebaut kriegen. Jetzt noch etwas Schönes. Da muss es Missverständnisse bei dem Wort schön gegeben haben. Jetzt haben wir einen schönen großen Blocker. Ja. Den will er ja eigentlich loswerden. Umbringen spart mir ein Wichtel. Die ganze Rest rechnet sich nicht. Mal schauen. Also muss auf jeden Fall gleich sehr viel gegen den Locker werfen. Das steht schon mal fest. Stehen noch oder zwei Schaden? Lieber mal noch mal den. Bisschen Druck aufbauen hier. Komm, ja. Nimm ihn. Das ist der zwei. Das heißt ja. Muss die Axt wegwerfen. Dann kriegt er aber nochmal auf die Schnauze für 5. Das wäre auch nicht so verkehrt. Ansonsten mal schauen, was er so auswirft. Ich denke mal, der plus ein Wichtel oder so wird es werden. Ich frage mich, ob... Immerhin, er muss schon grübeln. Den für eine Karte. Ach, der hat seinen Job erledigt, er war da. Mehr muss er ja nicht machen. Wie kostet der Beutehamster? 2. Ah, ist nicht schlecht. Karte ist ja relativ garantiert. Irgendwann stirbt er immer und wenn nicht, macht er Schaden. Das war schlecht. Diesen Feendrachen mag immer irgendwie nicht jemand. Ich habe keine Ahnung warum, aber der ist immer unbeliebt. Ja, gut. Ich dachte schon, scheiße in Legendary, aber gut. Das ist eins von denen, mit denen ich leben kann. Ja, schön gespielt. Bin noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, das wird ein Verlust. Das sind 7. Da können wir noch für 2 schießen. Ich bin jung und verzweifelt. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch abgeräumt kriegen. Das würde ich eigentlich ungern vernichten, aber... Wat mut. Ja, der ist jetzt natürlich wieder im Zugzwang. Ne? Ich kann jetzt nochmal auf 7 runterboxen. Dann würde er den auseinandernehmen mit den beiden. Ich frage er hat aber auch hier so viel, ne? Das ist halt potenziell nochmal eine Karte, wenn er ihn aus irgendwelchen Gründen liegen lassen sollte. Puh. Machen wir mal so einen Kompromiss. Das zu beiden sind ja nur 7, das reicht nicht. Das war's. 3. Könnte er natürlich jetzt den Dicken mit der Axt wegmachen, aber ob das so der geniale Schachzug ist, man weiß es nicht. Also das könnte möglicherweise auch ins Auge gehen. Den habe ich jetzt wirklich unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte am Anfang so, kann es ja eigentlich nicht sein. Ja, oder ich sterbe einfach. Auch eine Option, ja. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass er mich auch einfach umbringen kann.
Ja, das war jetzt ein ganz klarer Self-Own. Die Waffe hatte ich irgendwie gar nicht mit eingeplant. Egal, schauen wir doch mal, was wir in der lustigen Schlüsseltruhe drin haben. Ist ein Goldener geworden. Mhm. Drei Pakete. Mit dem hat sich das jetzt schon gelohnt. Die 100 plus 50, damit hat sich Arena gelohnt. Und 45 Bonus gemacht. Das heißt, der hätte mich 100 gekostet, habe aber 150 bezahlt. Die haben wir wieder rein. 45 Bonus gemacht. Hat sich also auf jeden Fall gelohnt, die Arena.